Oh, hier ist er wieder, The Void Doctor, mit Let's Play Master of Orion 3 Ultima-Variante. Und wir fangen heute gleich mal mit Runde 38 an, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das ist wie... Ah ja, genau, das kommt jedes Mal wieder neu, falls man sich die Tipps doch mal ansehen will. Und hier gucken wir uns nochmal an, was wir hier an Nachrichten gekriegt haben. Kolonieschiff gelandet, wieder mal wilde Proteste. Und wir haben neue, größere Schiffsklasse und neue, schnellere Antriebe und Bodenbatterien, Jägerpanzerung und all der andere Scheiß sind erst unterwegs. Neue Zone wurde eingerichtet, Pioneer's Thread. Neue Einwohner willkommen. Und haufenweise Sachen sind hier aufgetaucht, wie die Partikelprojektorgeschütz-Miniaturisierung 1, Monumente, Xeno-Überlebensschule ist was Exotischeres. Das ist gut für Geheimagenten. Gibt quasi besseres Training für unsere Agenten und der Glückswert wird um 5 erhöht. Mal sehen, ob wir das hier irgendwo sehen können. Personal. Naja, unser erster Spion Merlin ist da. Glück, das ist dieser Wert. Hätten wir also diese Technologie schon gehabt, dann wäre der Glück hier 35. Mantel und Degen ist eigentlich ziemlich hoch. Schade, dass wir noch keinen Kontakt haben mit anderen Knirchen. Jetzt waren unsere Anführer hier. So, im Prinzip ist eigentlich alles im grünen Bereich, so wie ich das sehe. Und haufenweise Schiffe sind unterwegs, hauptsächlich Kolonisten-Raumschiffe und unsere paar Erforschungseinheiten. Ja, hier sehen wir es, unsere Sternkolonie ist schon veraltet, weil ich fast alle unsere Designs weggeschleudert habe. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie weit sich das schon lohnt hier. Naja, genau, ich wollte warten, bis dieses verbesserte Triebwerk da ist, weil dann sind unsere neuen Schiffe ein bisschen schneller und... Oh, das wäre schon in der nächsten Runde gleich. Dann lassen wir das mal so lange. Schalten wir um auf eigene und sortieren das nach Industrie. Auch etwas, was nicht gespeichert wird, das muss man lästigerweise jedes Mal, wenn man einen Spielstand ladet, neu anrichten. So, was war hier nochmal? Okay, genau, und damit können wir dann mit diesem Materieumwandlungsmodul, das komplexe Metalllegierung und so weiter und so bla bla bla, es erlaubt uns, richtige Kreuzer zu bauen und nicht nur leichte Kreuzer. Da wir die Technologie gerade gekriegt haben, ist das mal was Besonderes. Hier breiten sich allmählich lästige Leutchen aus. Und hier forscht auch wieder einer dieser Beans-Leute herum. Und die haben wir noch gar nicht kennengelernt. Das sind entweder Xenoid oder Meckler. Hier müssen wir aufpassen, da deren Schiffe genauso aussehen wie unsere, nur mit einem anderen Farbsymbol unten dran. Nicht, dass es da zur Verwechslung kommt, aber mal sehen, wie die nächste Runde aussieht. Und da ist es wieder soweit. Kampf leiten, Planet blockieren. Und jetzt schauen wir mal, ob sie stehen und kämpfen. Tatsächlich. Und hier sehen wir auch mal, wie das Ganze aussieht. Und, oh oh, allgemeiner Rückzug ist in solchen Fällen ganz gut. Dann wird das Überlichtantrieb wieder geladen. Und hier sehen wir auch mal, wie schnell man sich in die Scheiße reiten kann. Mal sehen, ob ich die ganze Zeit... Ah ja, und da ist mein Schiff gerade explodiert. Ein feindlicher Träger hat seine Jäger ausgeschickt. Und so schnell kann es manchmal gehen. Hier oben sieht man nur die Zeit, die ich maximal hätte. Und jetzt habt ihr auch endlich mal gesehen, wie das aussieht hier mit den Echtzeitkämpfen. Und jetzt haben wir glücklicherweise Mobilisierungszentrum, das wir bald bauen werden. Und haufenweise anderes Zeug ist rübergespült werden. Jetzt können wir unsere Jäger panzern. Schon mal ein kleiner Schritt nach oben. Wir können Bodenbatterien bauen, aber vor allem schnellere Schiffchen. Und jetzt beginnt wieder mal eine längere Bauphase, weil wir jetzt allmählich unser Militär hochrüsten müssen, bevor diese ganzen ekligen Burschen anrücken. Vor allem, weil wir jetzt ja keinen Erkunder mehr haben, den wir hier durchschicken können. Fangen wir mal damit an. Schiffswerft. Als erstes brauchen wir natürlich einen möglichst vernünftigen Kolonisten-Raumschiff hier. So haben wir da Kolonisierer, so ein bisschen schneller als das übliche. Jetzt sorgen wir mal dafür, dass es auch ein paar Treffer aushalten kann. So, mehr haben wir nicht, aber es hilft schon ein bisschen.
Und hier sieht man, es ist ein bisschen langsam. Mehr braucht es normalerweise auch nicht. Gucken wir mal, wie das wäre. Das nimmt zu viel Platz weg. Nehmen wir mal die Hälfte. Das wäre dann in einem Echtzeitkampf immer auch verdammt langsam. Aber es hat damit zumindest eine Chance abzuhauen. Wir nehmen dann mal einen miniaturisierten Laser. Der müsste noch so reinpassen. Ja, genau, und damit ist das schon fertig. Dann geben wir mal sowas wie Namen, sowas wie Imperial Colony Ship, wenn man sich das später auch merkt. Und dann kann ich mir einen normalen Namen überlegen. Allein, sowas, irgendwas muss man immer machen. Entweder man muss reinschreiben, um was es sich handelt, oder man macht es wie ich und benutzt irgendwelche Kürzel, die man selbst kennt. Aber dann vergisst man, wenn man später viele Designs hat, nicht was ist quasi. Man muss sich nicht immer die Beschreibung durchlesen. Hier kann ich zum Beispiel auf den ersten Blick sehen, das ist ein unterlichtschnelles Kolonieraumschiff, das ist ein überlichtschnelles. Das sind kurze unterlichtschnelle Systemverteidigungsboote und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir mal einen richtig groben Klotz, ein Raumschiff, ein Träger. Was können die? Projektilgeschütze. Nee. Das ist schon mal mistig. Dann machen wir da lieber mal einen Langstreckenkämpfer. Warum nicht? Jep, Änderung verwerfen. Ja automatisch gebaut. 7 Partikelprojektorgeschütze. Die können schon ein bisschen Schaden anrichten. 210 ist für den Anfang nicht schlecht. Die Reichweite ist auch größer als manches andere. Nur das ist natürlich ein bisschen verkehrt. Die ganzen Verbesserungen sind ja toll, aber dadurch nimmt das Ding so viel Platz weg, dass es eigentlich sinnlos ist. Schauen wir sonst mal. Schildgeneratoren, Panzerung ist alles da. Triebwerke machen das Ding auch verdammt schnell. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen vorausdenken. Da das der Ultima-Mod ist, funktionieren Sachen wie diese hier. Präzision plus 10%, Aufklärungsradius größer. Besser, immer noch nicht vollkommen, aber immerhin noch besser als in der Vanilla-Version. Ja, Vanilla wäre das jetzt hier reine Platzverschwendung gewesen. In dem Ultima-Mod funktioniert es zumindest. Ich weiß nicht genau, wie gut es funktioniert, aber ich rede mir mal ein, dass es zumindest nicht schaden kann. Jetzt bauen wir mal 2 von diesen... Warum mache ich das eigentlich genau? Laserkanone. Ich kann natürlich auch ein Partikelprojektorgeschütz nehmen. Das nimmt ein bisschen mehr Platz weg, hat ein bisschen mehr Schaden, aber wenn ich mal zeige, etwas größere Reichweite. Zugegeben, es hat noch keine Verbesserung. Aber wenn dann mal irgendwas nahe kommt und getroffen wird, dann haut das auch rein. Und jetzt werde ich mal wie üblich das ein bisschen umstellen. Einfach nur, damit auch mal ein bisschen Punktverteidigung da ist. Ich weiß, normalerweise würde man sagen, die Punktverteidigungslafette nehmen, die ja hier nicht auftaucht, weil im Mod ist das nicht gleich in Punktverteidigung nicht am Anfang da. Man muss das erst erforschen. Später kriegt man auch noch bessere Varianten, die nicht so weit reichen wie normale Lafetten, aber dafür viel mehr Schaden anrichten und noch schneller feuern können. Solange wir das also nicht haben, muss es bei der leichten Lafette bleiben, die ich eben benutzt habe. Und selbst wenn wir Punktverteidigung kriegen, dadurch, dass die Punktverteidigung am Anfang weniger Schaden macht und nur ein bisschen schneller feuert und eine geringere Reichweite hat, ist eine leichte Lafette eigentlich besser, solange man bis zu den exoterischen neuen Sachen kommt. Das ist eigentlich schon ein gesunder Kompromiss hier. Jetzt haben wir ein Schiff, das ein bisschen zuschlagen kann und es hat vor allem den Vorteil, wir können es jetzt bauen. Jetzt geben wir dem irgendeinen Namen wie... Okay, wir sind in einer Monarchie. Und da das noch nicht ein besonders großes Schiff, sondern eher ein mittleres, nehmen wir sowas wie Royal Marine Ship, RMS. Das Kürzel wie diese zeigen bei mir immer Kampfschiffe an. Und wir können leider keine, sagt mal schnell, man kann die Schiffe ja nicht persönlich benennen in Master of Orion 3. Soll man nur Typennamen angeben und dann werden die halt gebaut und hat man halt 50.000 Schiffe, die genau gleich heißen. Ah ja, das bleibt eben alles nötigerweise ein bisschen abstrakt. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ich kann auch an der Geschwindigkeit rumfeilen, da das Kreuzer sind und am Anfang ist das nicht so wichtig. Und Langstreckenschiffe versuchen sowieso etwas weiter weg zu bleiben. Die müssen nicht so besonders schnell sein. Die meisten Feinde kommen eh auf einen zugeschossen und wir können das
dafür ein bisschen mehr Feuerkraft reinstecken. So, ein größeres Hauptgeschütz. Und ein kleineres Geschütz noch an die Reihe. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Wir können die Triebwerke 1200 auch ein bisschen schneller wieder machen. Manchmal wird das etwas hakelig, aber diesmal habe ich Glück. Keine plus 50 galaktische Meter pro Sekunde. Das ist diese Angabe hier, bis ich den richtigen Wert gefunden habe und alles im grünen Bereich ist. Es funktioniert. Das Schiff ist jetzt etwas langsamer, aber es hat viel mehr Feuerkraft und damit bin ich zufrieden. Kosten für den Bau, was es ist, und die Geschwindigkeit. Warp-Geschwindigkeit ist, glaube ich, ist Lichtjahre pro Sekunde, glaube ich, auch wenn die Schiffe trotzdem jahrelang zum nächsten Stern unterwegs sind. Also sind die Entfernungen hier wahrscheinlich ziemlich groß. Ja, genau. Ich versuche das immer noch zu verteidigen, ist das nicht süß? Okay, jetzt haben wir ein großes Kampfschiff. Aber was viel wichtiger ist, da baue ich jetzt mal eine Fregatte. Ist auch nützlich, etwas Billiges zu haben, was man im Notfall schnell bauen kann. Eine Abtastmatrix, die nimmt eigentlich viel Platz weg auf den kleinen Schiffen. Da lohnt sich das nicht. Außer man baut ein extra Erkundungsschiff. Aber was auch wichtig ist, dass zumindest irgendwas da ist, was verteidigt. Da Kurzstreckenkampfschiffe so nah an den Feind rangehen müssen, lasse ich die Geschwindigkeit hier mal auf Maximum, damit die schnell genug sind. Zwei Hauptachsen-Lafetten und eine kleine leichte Lafette. Das ist nicht viel Feuerkraft und die halten auch nicht viel aus. Abgesehen von dem Schildgenerator. Schildgeneratoren sind immer gleich. Außer man nimmt natürlich größere. Einziehen und Panzerung ist auch, glaube ich, immer gleich. Ich gucke da mal bei größeren Schiffstypen mal nach später. Das Einzige, was sich immer ändert, sind die internen Punkte. Die sind bei größeren Schiffen natürlich auch größer. Die können dann mehr Schaden verkraften. Und das wäre eigentlich auch alles. Wir können dieses kleine Schiffchen hier fertig machen. Und hier kommt jetzt wieder mal der Name ins Spiel. Ach, da es eine Fregatte ist, ist es immer noch ein Großkampfschiff, also können wir die gleiche Kürze nehmen. Und wir geben irgendeinen Namen, der einen Hinweis gibt, dass das Ding schneller ist als normal. Und wie man sieht, es kostet nur halb so viel wie das größere Ding. Das heißt, wir können es auch in der Hälfte der Zeit bauen. Jetzt haben wir zwei Kampfschiffe. Einen leichten Typ und einen schweren Typ. Und sobald wir was Vernünftiges für Bewaffnung für unsere Jäger haben, werden wir noch einen größeren Klotz dazu packen. Was wir jetzt brauchen, da wir noch keine vernünftigen Träger bauen können, ist Punktverteidigung. Da können wir jetzt nämlich ausnutzen. Hier mache ich mal zur Abwechslung einen Zerstörer. Ja, das ist beeindruckend. Aber auch, ich nehme mal die moderneren Waffen. Die können ja auch wie der Beschreibung stand, die Schutzschirme schwächen. Das gleicht schon ein bisschen aus, dass sie sonst nicht so hinhauen können. Und hier können wir ausnutzen, dass wir die nur als Begleitschiffe für die Zerstörer nehmen wollen. Quatsch, für die Kreuzer, die wir gerade zusammen gebastelt haben. Und deswegen, 1300 oder so in der Regel, können wir die auch verdammt langsam machen. Als Ausgleich dafür können wir deren leichte Bewaffnung erhöhen. Jetzt haben wir immer noch einen kleinen Rest übrig. Naja, es schadet ja nichts, wenn ich es ein bisschen schneller mache. Na gut. Gut genug. So, alles in Ordnung. Und hat doch noch ein bisschen Feuerkraft. Vor allem können die schnell schießen. Und am besten nehme ich hier ein tolles Kürzel wie das hier. Point Defense Ship. Shield. Ein oder zwei an einen Kreuzer geheftet, macht die Überlebensdauer schon viel besser. Außer natürlich, der Kreuzer wird trotzdem getroffen von Direktfeuerwaffen, aber das ist dann halt typisches Pech. Und jetzt haben wir das abgehakt. Lenkwaffen können wir uns eigentlich im Großen und Ganzen jetzt noch sparen, weil die verbrauchen Munition und die muss man denen mit einbauen. Die wird zwar nach jeder Runde wieder ersetzt, aber in einem Echtzeitkampf nicht, das ist schlecht. Träger dagegen sind unschlagbar. Und warum, werde ich auch irgendwann demonstrieren dürfen, könnte ich, aber ich sag's euch schon mal. Jäger,
die da reingesetzt werden, hier, kann man nicht nur die Anzahl, die man hier einstellt, die ist eigentlich, die stimmt eigentlich überhaupt nicht, weil wenn der Kampf lang genug dauert, dann wird ein Träger dieselbe Anzahl, die drin ist, einfach nochmal betanken, nochmal losschicken, manchmal sogar noch bevor die anderen alle abgeschossen sind. Im Prinzip hat ein Träger also in diesem Spiel, selbst mit dem Mod, unendlich viele Jäger, die immer in der eingebauten Zahl losgeschickt werden. Während Raketen dagegen, ja, die sind begrenzt. Wenn die Munition verbraucht ist, muss man bis zur nächsten Runde warten. Und das macht Raketen etwas weniger hilfreich, vor allem jetzt, wo sie nicht mehr so überpowered sind, wie im normalen Spiel. Im Prinzip aber kann man nichts verkehrt machen, wenn man Direktfeuerwaffen benutzt. Und ab und zu Träger, weil Träger sind eigentlich richtig unfair. Richtig eingesetzt, mal walzen die alles nieder. Und selbst bessere Funkepunktverteidigung kommt irgendwann an den Punkt, wo man nur sich eingestehen muss, dass ein Schiff, das unbegrenzt kleine Schiffe produzieren kann, und eigentlich nicht zu besiegen ist. Aber noch sind wir noch nicht bei dem Punkt angekommen, wo Jäger so überwältigend sind. Darum machen wir jetzt, Kolonie haben wir ja schon, ein kleines Aufklärungsschiffchen. Dafür benutzen wir mal die Korvette, die wir bald nicht mehr benutzen können, weil sie dann zu klein ist. Und auch hier wird uns wieder die super verbesserte Laserkanone aufgebrummt. Aber nein, das lassen wir mal. Gut, schnell müssen die Dinger sein. Darum lassen wir das. Abtastmatrix, ja, die verkleinert haben wir ja leider noch nicht. Aber wir nutzen mal die Gelegenheit, eine leichte Lafette hier einzusetzen. Und mehr geht auch bald nicht mehr rein. Jetzt haben wir ein kleines Erkundungsschiff. Normalerweise würde ich das mit R nehmen, aber... genau. Nehmen wir einfach mal Reconnaissance Ship. Normalerweise steht das C in der Mitte, entweder für Colony oder Träger. Aber da... Da ich immer drei Buchstaben verwende, gibt es andere Kombinationen, an die ich mich im Laufe der Zeit gewöhnt habe, dass ich das nicht vergesse. Gut. Und kurzer Name noch dazu. Wir haben auch einen kleinen Aufklärer, für den Fall, dass wir mal wieder die alten Aufklärer ersetzen müssen. Normalerweise ist allerdings der Zweck eines Aufklärers auch bei normalen Kampfschiffen ganz nützlich. Abgesehen davon, dass man manchmal Flotteneinheiten aufstellen muss, wo das vorgegeben ist, dass man einen Aufklärer reinsetzt. Ist auch ganz nützlich, wenn man viele leichte Schiffe hat, wie unsere kleine Fregatte Lightning hier, in die ja keine Abtastmatrix reingepasst hat. Wenn man später mal richtig schwere Teile hat, die eine Menge Platz wegnehmen und die meistens nur in Aufklärungsschiffen rumsitzen oder in richtig schweren Pötten, quasi die weiterentwickelten Version der Atlas-Matrix, dann ist es ganz gut, wenn man seine leichten Einheiten mit ein paar von diesen Schiffen hier mit leichten Aufklärern und Abwehrschiffen kombiniert oder so ein bisschen länger durchhalten. Aber irgendwann ist auch Sense, weil die einfach zu schnell kaputt gehen gegen die größeren Schiffe. Und haben wir jetzt endlich alles zusammen? Ein Transportschiff. Außenposten kann ich mir eigentlich soweit sparen. Man hat einfach irgendwie nie genug Zeit, Außenposten einzurichten. Der Zweck von denen ist nämlich... mit einem Außenpostenmodul. Ja, das passt hier nicht rein. Nehmen wir mal das. Genau, das ist es. Das ist das Außenpostenmodul. Da baut eine Art Mini-Kolonie auf, die irgendwann, wenn sie groß genug ist, zu einer echten Kolonie wird und dann komplett mit einer militärischen Zone, die automatisch errichtet wird. Im Prinzip lohnt sich das im praktischen Sinne nicht so sehr. Es klingt zwar lustig, dass man theoretisch leichte Außenpostenschiffe hier in der Dahin schicken kann. Aber beim praktischen Sinne dauert das so lange, da könnte man auch gleich ein gutes, schnelles Kolonistenraumschiff hinschicken und eine echte Kolonie aufbauen. Und dann ein, zwei Runden investieren, um in eine Militärzone einzurichten. Das geht viel schneller als der umgekehrte Weg. Und Gegner lassen einen auch gar nicht die Zeit dazu. Weil ich habe total vergessen, wie das unter Vanilla war, aber zumindest unter dem Ultima-Mod sind die ziemlich fix dabei, neue Kolonien einzurichten. Also können wir uns das sparen. Aber ein schneller Transporter, machen wir auch einen Zerstörer draus, ist ganz nützlich. Eine Truppenkapsel ist eigentlich ein bisschen wenig für einen Zerstörer. Quatsch. Selbst für einen Zerstörer, wollte ich sagen. Aber wir können hier die Hauptachsenlafette rausnehmen, die braucht das Ding so dringend wie echte Beine. Es ist zwar immer noch nicht genug Platz, aber hier hat uns die KI auch hier wieder tolle verbesserte Laser aufgebrummt. Das ist glücklicherweise etwas, was die KI selbst hier noch gerne macht, glücklicherweise, weil sie es auch bei den Gegnern macht. Und in diesem Fall habe ich zum Beispiel jetzt hier mehr Feuerkraft,
die auch zusätzlich feindliche Schutzschilde schwächt und deswegen leichter durchdringt, aber solche Überlegungen kann die KI ja leider nicht anrichten. Die nimmt dann trotzdem lieber die anderen. Und manchmal kann man es auch ausnützen, dass KI-Schiffe, die theoretisch nicht viel Antrieb bräuchten, wie Träger und halt auch Transporter, weil wenn die ankommen, die Standardtaktik ist, die normalerweise versetzt loszuschicken, dass sie ankommen, wenn schon alles erledigt ist, und dann ist es vollkommen wurscht, wie schnell die sind. Solange man... Weil quasi die Sache ist, die nach dem Echtzeitkämpfen kommen, dann die Bodenkämpfe, und wenn man einen Planeten angegriffen hat, dann werden die Schiffe alle automatisch eingesetzt. Ob sie jetzt, wie schnell sie im Normalraum sind, ist dann vollkommen irrelevant. Ähnlich ist das bei den Kolonistenraumern. Entweder sie sind da und kolonisieren, oder sie sind nicht da. Wie schnell die sind, das ist dann meistens der Fall, wenn sie angegriffen werden. Und dann sind die meistens so zerbrechlich, dass auch hohe Geschwindigkeiten da nichts rausbringen kann. Aber man kann auch ein bisschen damit rumexperimentieren, und es ist immer nützlich, wenn Transport- und Kolonieschiffe zumindest ein bisschen Schutz haben, ein bisschen Feuerkraft und vor allem ein Mindestmaß an Beweglichkeit. Das hier ist ein bisschen langsam geraten, aber am Anfang mal nicht so schlecht. Später können wir da größere bauen, aber jetzt wäre das Verschwendung. Groß angelegte Invasionen können wir eh noch nicht planen. Und jetzt haben wir eigentlich alles zusammen, was wir für den Anfang brauchen, solange wir nichts Besseres kriegen. Interstellare Kolonisierer, ein schweres Kampfschiff, ein leichtes Kampfschiff, ein Punktverteidigungsschiff, um ihn an den Backen zu kleben, ein leichter Aufklärer, ein leichter Transporter und ein paar kleine Schiffe für ihn. Aber hier können wir die auch schon gleich verbessern, weil die hier noch alle mit Laserkanonen ausgerüstet sind. Das ist eBay. Die können wir hier gleich schon mal mit den neueren Sachen aufrüsten. So, du... Hau hier, das ist schon fast mehr Feuerkraft, als das Ding vorher insgesamt hatte. Hauen wir nochmal ein, zwei leere Dinger dran. Wie schnell waren die Dinger? 1000... Ah ja, genau, die Antriebe können wir natürlich auch schneller machen. Das nimmt zwar etwas mehr Platz weg, aber dafür ist das Schiff jetzt auch schneller. Und da es ein Kurzstreckenkampfschiff ist, ist das auch gut so. So, mehr Feuerkraft und schnellere Antriebe. Aufgerüstet. Später kommen Verbesserungen hinzu, da lässt sich das nicht mehr so leicht machen. Also sollte man das jetzt noch genießen. Das nützt eigentlich nicht so viel, aber weil die Hauptwaffe ja Raketen sind. Aber schnellere Antriebe. Ich glaube, 1100 müssten eigentlich so ungefähr hinhauen. Ah ja, da habe ich mich auch schon geirrt. Das wäre denn, wenn ich die Ionentriebwerke auf 999 setze, ändert sich eigentlich nichts, weil die ein bisschen mehr Platz brauchen. Ah, das ist eine Aufrüstung, die hat jetzt nichts gebracht. Aber hauen wir mal die Laserkanonen raus und setzen dafür leichte Partikelprojektorgeschütze rein. Und die nehmen noch mehr Platz weg. Okay. Die Raketen haben wir zwar nie eingesetzt, aber die werden sowieso höchstwahrscheinlich nutzlos gewesen, also hauen wir da rein. Können wir noch ein paar leichte Geschütze dranhängen oder hauen wir hier noch eins drauf? Ein bisschen hier zurück und da. So,